Heute zeige ich euch, wie man Rettiche fermentiert. Geeignet sind weiße oder rote Rettiche. Zunächst Rettich vom Grün befreien und dann schälen. Wer möchte, kann etwas Ingwer dazu geben, diesen in dickere Scheiben schneiden. Auch Knoblauch kann man zugeben, in dünne Scheiben schneiden. Wer es noch etwas würziger möchte, kann auch frische Chilis zugeben, auch in relativ dicke Scheiben schneiden. Dann den Rettich in dünne Scheiben hobeln. Grobes Salz mit dem Messer zerkleinern. Dann das Salz zum Rettich geben. Man verwendet immer ca. 3% Salz vom Gewicht des Gemüses. Gut durchkneten und dann in Gläser füllen. Wichtig ist, dass das Glas möglichst ganz gefüllt wird. Sehr praktisch sind Abstandshalter, die gibt es vom anderen Gemüse. Und der Abstandshalter sollte wirklich oben am Glas klemmen. Wer möchte, kann noch ein Gärgewicht draufgeben, das Glas dann gut verschließen und dunkel, aber bei Zimmertemperatur 5 bis 7 Tage stehen lassen. Dann genießen und weiter im Kühlschrank aufbewahren. Lecker, 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 lecker.